Hello, bye! I'm back again to another video on my YouTube channel. Dieses B macht sie froh. Mädels werden handsam, ja, sie gaffen wie im Zoo. Im Coup wie der Kanzler, Bentley Boys sind auf Tour. Wir rollen wieder tief. Und wenn mich alle hassen, ja, dann mach ich's aus Prinzip. Damals war es nur der Kiez, heute winken wie die Queen. Heute wollen wir mal ein bisschen in die Kosten reinschauen. Was haben wir schon ausgegeben, ne? Wir wollen die Möhren hier mal auslesen. Alko, der ist schon ganz fleißig zu Gange. Mhm. Ja, klar. Ja. Die Kosten. Die muss man beim Bentley im Überblick haben, ne? Mhm. War es sehr teuer, war es ein bisschen teuer, war es extrem teuer? Das werden wir heute erfahren. Extrem teuer. Und auslesen und... Kleinigkeiten, ne? Oh, ja. Heckklappe, ne? Da war ja was. Stimmt. Aber das werdet ihr alles gleich im Video noch sehen. Also wir gehen natürlich nochmal bei. Aber erstmal die Kosten. Die Kosten. Und da habe ich mir eine kleine Liste gemacht. Ach, geht's schon direkt los? Geht's schon direkt damit los? Wollen wir mal gucken hier? Muss mal über die Brille so rüber. Mhm. Weil die hat Sehstärke. Siehst du das hier? Mhm. Siehst du das hier? Ja. So, geht's los, ne? Guck mal, was da auf der Heizung steht. Das Service-Kit hast du geholt. Das hat zu Buche geschlagen mit knappen 300 Euro. Boah. Aber ich wage mal zu bezweifeln, günstiger als bei Bentley. Bisschen. Ja. Sieht man ja schon an den Namen. Hälfte ungefähr. Hälfte, circa. Minus Arbeit, ne? Sag mal, wie viel Liter Öl genau hat. Ich glaube, 12 Liter. 12 Liter. 12 Liter? Das ist eine Menge, ne? Das ist ordentlich, ne? Das ist eine Menge. Ja, ist eine Menge. Wie viel geht in deinen kleinen Muck rein? Ja, 3. Ja. So, ich weiß gar nicht, ob wir es gefilmt haben, aber die Antriebswelle, die Manschette war ja kaputt, vorne links. Da kriegst du keinen TÜV mit. Ist ja ein Allrad, da kriegst du keinen TÜV mit und wir wollen ja vielleicht auch mal durch den Regen fahren oder so, durch den Sand. Und wenn da was reinkommt, dann haben wir Geburtstag. Gehen wir mal hin. Ich hab die schon liegen. Ach, die liegt schon da. Ja, die ist gerade in der Annahme schon drin. Ja, in der Annahme schon. Haben wir sie ja, ne? Oh. Ihr seht es, das ist nämlich alles Skoda-Teil. Das ist ein altes Skoda oder Audi. Schönes Gebrauchteil. Was kostet das? Was kostet sowas? Was kriegst du, was musst du zahlen? Das habe ich ja falsch eingetippt hier. Hey. Das sind ja nur 120 Euro. Gebrauchteil, aber ganz wichtig, die Manschette hier, innenseitig, die ist heil. Die war kaputt. Das müssen wir reinkloppen, aber das ist auch kein Thema. Ist kein Thema. Machst du eben. Einmal den großen Knochen runter. Den großen Knochen. Ja, versuch natürlich so wenig wie möglich da wie immer zu bauen. Um nicht vielleicht das nächste kaputt zu machen, ne? Dann müssen wir wieder ein Traggelenk kaufen. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Das wollen wir nicht. Heckscharniere, Heckklappe. Guck mal, wir zeigen mal, was da kaputt ist. Wie der Heckdeckel aufgeht, ist aber ganz merkwürdig. Ja, wie geht er denn auf? Also ein bisschen krumm und schief. Also. Ich sehe so schlecht mit meiner neuen Brille. Ich muss mich da noch dran gewöhnen. Um das richtig aufzufangen, musst du so ein bisschen von hier filmen. Ja. Ja, Bobek demonstriert das jetzt mal ein bisschen. So, und jetzt sehen wir schon. Guck mal, wie es hier vorne... Da ist er unten und da ist er oben. Da geht's rechts runter und links in Fahrtrichtung. Oh Gott, ja, da. Musst du wirklich, musst du dich richtig konzentrieren, um das ja dich zu kriegen. Mach nochmal auf. Okay, kick dir das an. So, guck dir das mal an hier. Da, Rost. Und da ist das abgerissen, an dem Teil hier. Das ist auch voll schwergängig. Und das hier muss da wieder ran. Ah, diese Brille geht mir so um den Sack. Ja, mit Sehstärke. Ja, da muss man sich erstmal dran gewöhnen, wenn man eine neue Brille hat. Ich kenne das. Ein bisschen zu viel Dioptrien habe ich drauf. So. Und das sind die Scharniere, die hat Bobert mir zugeschickt. Ja, ich hatte die noch liegen. Dämpfer ist dabei. Ist von einem schwarzen Auto. Das überlege ich. Ja. Warte mal, andere Seite. Wir haben gleich beide gekauft, weil da stand nicht bei, was links und rechts ist. Ne? Ja. Guck mal. Geil. So soll es funktionieren. Da geht auch nichts mehr rum. Die haben zusammen, weil ich halt beide jetzt gekauft habe, ne? Hm. 90 Euro. Braucht man nicht so oft, ne? Gibt's günstig. Die gibt's günstig. Wollen wir die dann auch noch lackieren? Nee, ich finde schwarz eigentlich ganz schön. Okay. Finde ich auch. Das Auto hat ja auch ein paar schwarze Akzente. Also dann noch beide wechseln? Ja, gucken wir mal. Das andere schicken wir zurück einfach. Wie es zeitlich passt. Ja. Gut, was haben wir noch auf deiner Liste? Oh, wir haben einiges noch. Tiefwischer von Wisch. Von Wisch. 25 Dranken. Auch 22 Zoll. Das sind die für ein 22 Zoll Auto, genau. Das war auch günstig, aber jetzt kommen wir zu den teureren Sachen. Ah, das ist alles Spiegelglas. Da ist irgendwas ausgelaufen, boah, ne? Stimmt, ja. Kaffeefleck, sag ich mal. Kaffeefleck. Und das gab es, also wir haben jetzt nicht, wir haben jetzt nicht bei Bentley nachgefragt. Vielleicht hätten wir es auch tun sollen. Aber manchmal sind solche Sachen günstiger. Ich fürchte mal, der Preis wäre höher gewesen. Freundlichen. Freundlichen Bentley. Was haben wir jetzt Gebrauch gekauft? Sag's mal, ich weiß es. 280 Euro. Nicht für den ganzen Spiegel, nur das Glas hier. Ah, das tut weh, ne? Und da stand, dass das für beide Seiten gleich ist. Left und right hand side, ne? Guck mal, ich weiß nicht, ist das gleich? Ist das symmetrisch? Es sieht sehr symmetrisch aus, würde ich sagen. Ja, ich glaube auch. Aber was mir jetzt noch auffällt, hier steht ja eine Schrift drin, ne?
Ja, die wäre dann auf der anderen Seite ist, falsch rum, oder was? Ist da Schrift drauf? Warte, ich muss eben kurz gucken. Dann kann das nicht sein. Nee, dann ist da keine Schrift drauf. Ich hoffe, dass da keine Schrift drauf ist. Das kannst du dir nur schön lachen. Vielleicht arbeitet ja jemand bei Bentley, ne? In den Kommentaren. Und kann man sagen, steht nichts drauf. Was das kostet. Und es sieht, wie gesagt, sehr symmetrisch aus. Es ist auch übrigens gebraucht, ne? Ein gebrauchtes Teil. Und da steht halt vorne links, aber in der Beschreibung, LHORH, Rearview Mirror. Das wird noch richtig spannend, Bobek. Was soll der TÜV dazu sagen? Wer hat da denn Kaffee drauf getrunken? Ja, genau. Aber jetzt kommen wir zum größten Paket. Komm, Bube. Was könnte hier drin sein? Vorsicht, Glas. Ein Spiegelglas wird es nicht sein. Das ist ein bisschen groß. Ich weiß es nicht. Das ist ein Glas. Scheinwerferglas. 100 Punkte. Scheinwerferglas vorne, ne? Tatsächlich eine Frontscheibe. Sehr günstig, ergattert. Das muss ich sagen, ist wirklich günstig. Was würdest du denken bei Bentley? Was würde das kosten oder was würdet ihr denken? Also ich habe gedacht, bevor wir das Auto wirklich zugeschlagen haben, habe ich das ja schon gesehen oder haben wir es gesehen. Ja, das wird teuer. Ich dachte so 1,5, 2.000 Euro, weil da gibt es bestimmt nicht eine schöne Nachbauscheibe. Genau, weil Bentley Karosse ist es zwar viel von VW-Konzern drin, aber die Karosse ist nun mal Bentley. Und die Scheibenform ist dann auch Bentley. Im Zubehör ergattert, weil wir keine, ich glaube, wir haben keinen Spurhalteassistent und so ein Quatsch haben wir alles nicht. Wir haben keine Scheibenheizung. Habe ich auch nicht gebraucht. Das heißt, das war eine Buchhalterausstattung, 450 Euro. Da kannst du knurren. Inklusive Versand, Speditionsversand. Heute angekommen. Weißt du, was die für meine ML gekostet hat? 350? 379 mit Versand. Ah, okay. Ja, guck mal. Heftig. Also gar nicht so viel Unterschied. Dann kommt natürlich noch der Einbau dazu. Das werden wir, weiß nicht, in meinem Video dann, glaube ich, sehen. Ne? Ja. Oder vielleicht hast du Bock, Scheibe raus rein? Ach, klar. Das ist einmal gemacht, nie wieder. Also raus hätte ich schon Bock. Ja? Nein, raus ist das Nervigste. Das ist das Schlimmste. Du denkst. Bobek stellt sich das vor, dass wir hier mit unseren schicken Tretern so bap, 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 da einmal gegenhauen. Und dann ist sie draußen. So denkst du, ne? Dann kannst du die neue einfach mit neuem Kleber einfach zack wieder rein. Fertig. Aber so ist es nicht. Was ist denn da noch drin in diesen kleinen Paketen? Das ist privat. Privatkram. Das ist privat. Na gut. Ja, was sagt ihr eigentlich? Bis jetzt nicht so viel investiert. Nö. Unsere Kalkulation waren ja für TÜV so 5.000. Und ich glaube, ich weiß es jetzt gerade nicht, wie viel es sind, aber ich glaube, da sind wir noch... 1,3 oder so. Du hast es reingeschrieben. Ich hab's ja, steht ja gerade da. Ja. Davon sind wir noch weit entfernt. Ja, ich finde das richtig gut bis jetzt. Wollen wir mal hoffen? Dass das so bleibt, ne? Dass das so bleibt und das Wasser leckert sich noch ein Loch ins Portemonnaie bohrt. Ja, das ist ja weg, ja klar. Es wird nie wiederkommen. Nein. Alles gut. Da kommt ein frisches Kühlmittel drauf und dann wird es für immer da drin bleiben. Ja, war wichtig. Das wird dann nochmal reingeschnitten, wenn auf dem Roadtrip alles unten rausläuft. Ja, genau. Das Ding abfackeln. Gut, okay, das haben wir schon mal abgehakt. Auslesen, ne? Stimmt, auch da bin ich auch sehr gespannt drauf, muss ehrlich sein. Weil da haben wir spezielle Software, habe ich von einem Kollegen entwickeln lassen. Also, ausgeliehen habe ich das. Ja. Ist ja gar nicht meins, ne? Motor würde mich sehr interessieren. Ja, vieles, ja. Airbag ist an. Oha. Ich glaube, die wurden auch lange nicht mehr gelöscht, die Fehler. Lass uns da mal reinschauen. Ja, da schauen wir mal. So, Kat. Rüberkommen. Komm mal mit, du. Oh nee, jetzt hängt dir ja wieder das Kabel. Ja, stech's einmal raus. Ich bin auch klein. Ich muss das eh rausstecken. So, unglaublich, ne? Das ausgeliehene Gerät funktioniert sogar. Wir sind drin. Ja, das ist ja der Wahnsinn. Und wir gehen als erstes natürlich... Wie süß das aussieht. So klein. Ganz anders als Mercedes, ne? Bei Mercedes so ein aus 1800 so ein riesen BAM-Programm und hier ist so ein kleines Pixel-Ding. Motorelektronik, ne? So, gehen wir mal rein in den Fehlerspeicher, oder? Guck mal, fünf Fehlercodes nur. Ah, okay, das ist nur... Bitte Fehlerspeicher von Motorsteuergerät 2 auslesen. Das ist nur das erste. Oh. Datenbus, unplausible Botschaft, Lenksäulenelektronik. Ah, das Cassie, ne? Das Cassie ist fällig. Das Cassie... Das was? Das ist Cassie. Was ist das? Hat mich zu belesen. Philipp Cass? Das ist das Steuergerät da unten. Sitzt nämlich da unten im Fußraum. Okay. Und das verhindert, dass wir den Schlüssel nicht rausziehen können. Okay, wir löschen gleich erstmal alles und gucken, was wiederkommt, ne? Umluftventil für Turbolader, mechanischer Fehler, sporadisch. Ich denke mal, das wird das sein. Das wird das sein da unten. Ne, was wir da verbunden haben an der Druckdose. Bank 1, Sonde 1, keine Aktivität. Oh, schlecht. Traurig. Wahrscheinlich Lambda-Sonde, ne? Speicher löschen. Motorelektronik? 2. Da. Da ist die Liste. Oh. Oh,
Oh, nee. Winkelgeber 1 für Drosselklappen. Steuereinheit. Oh, Signal zu groß. Unterbrechung, sporadisch Einspritzventil. Aber es ist alles sporadisch. Danke, Schlange, für deine netten Worte. Warnleuchte 1. Oh Gott. Jeder Zylinder. Das kann doch nicht sein. Ich will das einfach nur nicht mehr sehen hier. Abgastemperatur, aha. Das hatte Max doch auch, Abgastemperaturfühler. Oh, keine Fehler kurz. Ah, dann ist ja alles gut. Und zurück. Was haben wir denn noch? Dieselpumpe. Was gibt's denn noch? Was hat der Airbag denn für ein Problem hier? War ja auch an. Wieso kann man denn nicht sagen, ich will alles einmal auf dem Haufen sehen? Kurztest, ne? Nennt sich das bei Mercedes. Keine Fehler. Aha. Oh nee, jetzt hat er sich schon aufgehangen. Wie geht's euch sonst so? Ja. Das hast du bei Star-Diagnose nicht. Na, hat sich auch schon weggehängt, ne? Wann? Schlange, wann? Wann weggehängt? Oh nee. Hat sie auch schon weggehängt gehabt. Ich würde das gerne mal wie so im alles mit. Ja, okay. Wie geht das? Bestimmt haben schon Leute reingeschrieben. Allgemein. Hier, Autoscan. Ja, mach mal einen aller verbauten Steuergeräte. Ah, Autoscan-Hilfe. Hallo. Kennst du die kleine Büroklammer, die immer so gekommen ist? Mhm. Die helfen wollte. Ach so, ich muss noch auf Start gehen. Kennst du den alten Herrn Move hier? Den hatte ich auch mal hier. Komm mal. Ja. Den hatte ich mal, ne? Ja. Das ist ein schöner. Jetzt will wie er vor seinem Chaos sitzen. Das ist vor seinem Chaos. Hey? Funktion wird vom Gate nicht unterstützt. Way nicht unterstützt. Gateway Verbauliste. Na, Altersheim bei Wandertag oder was? Geht auch nicht. Ach, Technikprobleme. Mm. Ah, die Rentner wieder, ne? Okay, also Autoscan geht anscheinend nicht. Es sind zu viele Steuergeräte verbaut. Da sind ja auch 2 Motorsteuergeräte. Ne? Das wissen mal, wir schon. Phil wusste das, ja. Na, ja, aha. Jetzt will er nämlich wieder. Also Zündung kann nicht so lange anbleiben, nee, sondern man muss sie einmal an- und ausmachen. Zu viel ist alt. Mhm. Okay. Ja. Jetzt hat er nur Motorsteuergerät 2, da waren noch eben mehr Fehler. Aber das ist nur ein Hinweis. Ich habe noch eins. Sollen wir starten? Hm? Ja, starten wir. MKL ist aus, oder? Zeig mal her. Oh, MKL ist schon mal aus. Wir haben nur noch Airbag und Bremse. Nur noch Airbag und Bremse. Oh, nur noch. Merkwürdig. Und die MKL wird nicht wiederkommen. Nee. Nee. Kein Fehlercode. Noch mal in das zweite rein. Oh, Kinder. Das kann doch nicht sein. Hm? Weißt du, was die bei Bendy heute zu mir gesagt haben? Der Wagen war das letzte Mal beim Service vor 18 Jahren. Das Ding ist auch erst 20 Jahre alt. 2 Jahre im Service. Das jetzt ist auch schnell, ne? Ja, jetzt ist er wieder schnell. Guck mal, aha. Jetzt ist auch mal ein Reboot. Aha. Ja. Fehlersprecher. Oh. Wieder die ganzen Zylinder hier. Er läuft ja auf allen Zylindern. Fehler im Stromkreis. Aber die Lampe ist deswegen nicht an. Das ist alles Einspritz. Okay. Alles. Aber er läuft ja auf allen. Und die MKL ist noch nicht an. Airbag würde ich ja ganz gerne mal rein, ne? Man muss nur schnell sein bei diesem System. Der hängt sich irgendwann weg. Oh, ich mache erstmal ein Bild. Crash-Sensor. Die ganzen Crash-Sensoren sind ausgelöst. Oh. Schrottigkeit. Der hat einen Unfall, ne? Nein. Die haben die Crash-Sensoren nach dem Bodykit einfach nicht angeklemmt. Da waren noch lose Stecker und so. Das haben wir doch von hier schon gesehen, dass da so ein Sensor. Dieser gelbe. Dass da so ein Sensor war, der nicht angestöpselt war. Dieser gelbe da, ne? Ja. Der Schlange ist so geil. Mhm. Ja. Ja. Jetzt mache ich nicht schlechter als weiß. Ja, tut mir leid. Schaut bei Schlange vorbei. Ja, danke. Das ist verlängert. Rolllampe für Airbag aus. Ah, für die Beifahrerseite, ob die an ist oder aus. Weißt du, diese, die immer sagt, Airbag ist an oder Airbag ist aus. Mhm. Die macht schon eine Warnleuchte. Oh Gott. Jetzt müssen wir erstmal gucken, wo die ist, ne? Crash-Sensor, Beifahrerseite, Fahrerseite, da gehen wir einfach mal rein, gucken. Und ich wette, das ist auch ein Teil, was wir von VAG irgendwie und schnabulieren. Das glaube ich auch. Besser als wenn er jetzt sagt, kein Airbag drin oder so. Mhm. Kann ich mir auch vorstellen. Gibt ja so Kandidaten, die auch das ohne Airbag kaufen. Nee. Ist wieder an. Ah, okay, also kommt wieder. Mhm. Vielleicht braucht er 2 neue Crash-Sensoren, ne? Mhm. Aber diese Masse da, was soll sowas denn sein? Die Lampe. Die Lampe an sich ist kaputt. Ja. Die Lampe, die ist nicht immer auf Beifahrer. Wo leuchtet oder? Oben in der Mitte oder so ein Kram. Also mein Audi sagt immer, Beifahrer-Airbag eingeschaltet. Ja, ich weiß auch nicht, wo das leuchten soll. Keine Ahnung. Also das ist ja wirklich. Schick dir der Wurm drin hier. Wir machen jetzt erstmal den Heckdeckel, ne? Ja, weil der fährt ja. Das irgendwie schaffen, dass die MKL und die Airbag-Leuchte aus ist beim TÜV. Zur Not löschen wir den Fehler mal kurz vorher.
Nein. Nein. So was machen wir hier nicht. Allerletztes Schmutzprogramm. Du bist jetzt dran. Ich hab keine Lust mehr auf VC, VHS. So, VC, VHS. Hau mal einen rauf. Ja, guck mal. Ah, ja, ach so, ja. Warte mal, komm mal runter nochmal. Ah, Leute! Braucht auch einmal so ein, irgendwie ein Holzbrett oder so. Ah, guck mal, Igor, nämlich eben. Wo ist der Hebel? Wo ist der Hebel, Buberg? Geht er? Oh, ah, da ist er. Ja. Das ging besser, ja. Das ist doch geil, das Ding. Ja, zum Glück habe ich den wieder auf Arbeit mitgenommen, ne? Ja. Jetzt ist hier nur noch so ein Gartenschlauch dran. Nee, unten ist auch noch, ne? Wie? Ist das, wenn ihr so beim ersten Date sitzt und dann aufstoßen musst und dann so dieses so vertuschen willst? So. Kann man auch mal so. Ah, ja, guck mal. Ah, ist doch der andere, ne? Ey, zum Glück haben wir beide gekauft. Guck mal gleich, erstes. Oh nee, ne, nicht auf den Lack. Hast du den gefunden? Was habe ich gefunden? Den hier, der Nipsi. Die Spange meinst du? Die Spange, ja. Wo ist denn das Altteil? Ja. Wo ist das Altteil hier? Der fliegt doch gleich wieder weg. Komm, ich fange ihn. Ja, aber ich will nicht in deine Hände orgeln. Oh, die haben auch Kraft, ne? Siehst du, bevor man hier lange rumsucht, Eiko, ist doch Quatsch, oder? Aber jetzt liegt der hier irgendwo rum. Gib mir doch mal das Altteil. Das sind beides alte Teile, das ist der Witz. Mann, dein Hut, ich raste das ist so nervig, ey. So, hast du ihn da? Ja, kommst mal ein bisschen rüber. Georgelt hier. Jo. Na, ich setz ihn erstmal quer an. Setz ihn erstmal schräg an, zieht sich dann rein. Na ja, noch Bock hier. Komplett. Boah. Ja. Vernietet. Ah, Druck, ne? Boah. Ja, okay. Ui. Ja, jetzt geht er, ne? Jetzt ist auch nicht mehr schief, wenn du ihn ziehst. Hört sich böse an, hört sich das. Schönes Erfolgserlebnis. Abgehakt. In kürzester Zeit. Bis gleich. Ich habe mich schon gefragt, was er da macht. Ne? Wir brauchen jetzt erstmal ein bisschen Ablenkung von den Fehlercodes auch, ne? Von den Fehlercodes. Ich weiß gar nicht, ob wir es auf Kamera hatten, aber wie gesagt, die Achsmanschette war ja kaputt. Ne? Oh, da ist viel Bums drauf. Ja? Das ist das so ein Rennen, ne? So ein bisschen ich muss mein Rad wechseln! Ach, da bewegt sich was. Alter, da ist sie! Da ist sie. Geil! Ja, da ist was passiert, ja. Mach sie mal ganz raus, ich will sie sehen. Dann ist gar keine Vorspannung mehr auf dem Radlager. Das interessiert uns jetzt nicht, ob da Vorspannung auf dem Radlager ist, ne? Oder interessiert das dich, das Google? Ja. Schickes Teil. Willst du ihn mal in die Hand nehmen? Boah. Ich unterbreche dich nur ungern, ne? Boah, ich sehe hier den Stecker vom Crash-Sensor und der ist nicht dran. Schlange guckt eben. Ich guck mal eben hier. Pass auf den Rücken auf. Oh, Alter, was sind das denn für Scheiben hier? Alter. Das hier ist Stahl, sehe ich so. Wo die, ist die Radhausschale? Das Problem ist, dass du steckst ganz komische Fragen, Schlange. Also das Ding ist aus Stahl und die Schraube auch. Das heißt, die gabbelt nicht so schnell. Seht ihr das? Da ist das kaputt. Und zwar, glaube ich, nicht seit gestern. Wir sind ja nicht so schlau und machen nur die Achsmanschette, sondern nee, nee. Machen ganze Antriebswelle. Der denkt natürlich weiter, der Eiko. Nee, ich denke einfach nur einfach. Nicht so viel Arbeit. Die Achsmanschette hätte, weiß nicht, 15 Euro gekostet oder 10 Euro. Das ist natürlich schwierig, darauf zu wursten. Wo muss man jetzt hier ran? Was hast du den Leuten erzählt? Hier oder was? Mhm. Hier oder was? Nee. Der muss mal freigebremst werden mit 323 auf der Bahn. Wie sehen Bremsbeläge aus? Boah, ist noch top. Guck mal hier. Oh, gar nicht mehr top. Wir müssen Bremsbeläge machen, Buberg. Auf Ernst, Ernst. Oh. Hallo? Lieber Herr, was möchten Sie denn? Schon wieder einen Haufen, Herr? Hä? Sie hatten Interesse an meinem Fahrzeug? Im Bentley Continental GT? Ja, deswegen rufen Sie doch bestimmt an, oder? Oh Gott, ey, was macht ihr da? Wir sind hier gerade am Drehen. Moin, moin. Hey. Moin. Der braucht neue Belege, der ist auf Rille. Der läuft auf Rille schon. Alter, wie sieht die Bremse denn aus? Nordostsee. 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 Nordostsee-Kanal. Freunde der gepflegten Unterhaltung. Schlange hat uns verlassen als Kameramann, aber das hält uns natürlich nicht davon ab. Ja, der hat doch eben kurz die Antriebswelle ausgebaut, ja. Bevor er sich verpieselt hat. Das ist hier gerade der Stand. Wir haben da schon mal ein bisschen drauf rumgekloppt, ne? Ja, wir haben uns echt überlegt, wie können wir am wenigsten lösen, um die Antriebswelle rauszukriegen. Und das ist einmal hier, hinterer Querlenker und hier der zum Federbein. Und jetzt ist sie hier schon mal raus, ne? Wenn man jetzt mal von hier schaut, sieht das so aus, als könnte man hier einfach mal dran ziehen und dann wird die hier liegen. Weil guck mal da, ist sie nämlich schon raus. Da ist sie schon raus aus der Verzahnung. Jetzt müssen aber die hier noch gelöst werden.
Die Sechser, ne? Ja. Was sind das? Nur das wieder reinkriegen wird ein bisschen spannend. Die Antriebswelle ist immer ein Stück raus und dann konnte der auch ein bisschen weiter rauswandern. Und jetzt ist beides irgendwie rausgekommen. Keine Ahnung, werden wir sehen, ne? 1 mal 6, ne? Oh, da kamen sie gerade. Da kamen sie, ne? Da kamen sie. Du kannst es weghalten. Also, ja, genau. Und ich ziehe sie raus. Ey. Guck mal hier, die lief schon ein bisschen länger trocken, ne? Oder offen. Was ist das denn? Ja, sieht doch aus wie angegossen, ne? Die ist nicht viel gespult, sag ich dir. Das hätte ich jetzt gerne gefilmt, aber mit einer Hand, ne? Also ja, zu zweit ging das jetzt eben echt gut. Also einer halt den Achsschenkel weggedrückt, der andere irgendwie die Antriebswelle da reingewurstet. Guck mal, Antriebswelle sitzt. Sitzt schon mal, hier unten Traggelenk sitzt, also sitzt auch. Hier der große auch. Hier drin. Genau, der große. Und noch die Schraube rein. Und dann haben wir das auch geschafft. Nicht schlecht eigentlich, ne? Das geht. Ich schraub gerne Bentleys. Ja, nur Bentleys aber, ne? Ja, ja. Ich mach so eine Fachwerkstatt für auf. Nicht mit einem Fötus oder so, nur Bentleys. Mit so einem alten Fötus brauchst du mir nicht kommen. Das sieht gut aus, ne, eigentlich? Also es liegt da auf jeden Fall Plan. Ja, ne? Willst du mal so eine fixieren oder? Ne, ich hab die gerade weggerührt. Ich hab die entfettet und da kommt ein bisschen Lockteil drauf, weil... Weißt du? Lieber Lockteil als Drehmoment. Achso. Ich auch mal. Oh nee, bitte wird das nicht auch irgendwann reingeschnitten, wenn die wieder rausfliegt. Ich glaube, wir bauen das jetzt einfach alles zusammen und dann sehen wir das gleich, wie das Ding rollt. Nicht. Was kommt? Dönerpizza? Ja, ja. Hast du auch gegessen? Wieso? Was ist damit? Nichts ist mit der Dönerpizza. Die war super. So. Schlange war schon, verbreite ich schon wieder Angst und Schrecken. Angst und Schrecken. Schlange war nur kurz weg, er ist doch wieder da. Ja, wo ist dein Hut? Hallo, dein Hut. Den habe ich hier unter dem Fahrzeug verloren. Achso, okay. Das liegt unter dem Auto, oder was? Ich glaube, den hast du beim Essen abgesetzt. Habt ihr nochmal gegessen? Dürfen wir zweimal am Tag essen? Ich glaube schon. So, hier, Schlange. Ja, ist ja gut, ich bin da. Film doch mal, wie toll das aussieht. Ach so, ja, sieht toll aus. Guck mal, da ist sie, die neue. Guck mal hier. Ja. Guck mal, dreht die sich? Ja, dreht sich. Schön, ne? Die dreht sich wirklich toll. Dreh mal weiter. Oh, was ja, ist das? Ein bisschen Rost, komm. Das ist nur die weiter geht's. Ja, die ist wirklich. Nee, die dreht sich ein. Ja, ne? Ja, die dreht sich richtig rein. Ja, alles wieder festgemacht, ne? Hier Querlenker, Traggelenke, alles, was wir abhatten. Die schnellen Schrauben mit Loctite noch festgemacht. Echt? Ja, sicher, ist sicher, ne? Natürlich haben wir im Bentley-Katalog einmal nachgeschaut nach den Newtonmetern. Ja. Aber trotzdem ist das einmal noch mal sicherer, wenn man da noch mit Loctite noch mal alles sichert. Bentley-Loctite. Das ach, ist extra von, so ein Teil. Haben wir noch geholt beim örtlichen. Beim freundlichen. Freundlichen, ja. Beim örtlichen Bentley-Händler. Ja. Beim örtlichen. Freundlichen, ne? Ja. Ja, nee, also. Das sind wir mehr, oder? Ja. Haben wir da ein bisschen was geschafft, ne? Geil, Mann! Jetzt geht hier Stück für Stück und Tag für Tag voran, ne? Ja, bin ich gut. Und wenn ihr davon noch mehr sehen wollt und wissen wollt, wie es jetzt weitergeht, dann schaut doch gerne morgen! Stimmt, morgen schon, ne? Genau, morgen. Meine junge Mann mal vorbei. Kommt der nächste Clip. Eieiei, so schnell geht das. Was machst du da? Darf man schon spoilern? Boah, vielleicht kommt da das Offensichtlichste mal neu. Oh. Das ist ja schon fast ein richtiges Fahrzeug. Mhm. Es wird spannend. Ja. Ja. Es bleibt auch spannend. Es bleibt einfach dran. Bis zum nächsten Mal. Genau. Hab mich wieder gefreut. Euer like Robin Zwerg. Tschüss, danke. Tschüss. Dieses B macht sie froh. Mädels werden handsam, ja, sie gaffen wie im Zoo. Im Coupe wie der Kanzler, Bentley Boys sind auf Tour. Wir rollen wieder tief. Und wenn mich alle hassen, ja, dann mach ich's aus Prinzip. Damals war es nur der Kiez, heute winken wie die Queen.